Hallo und herzlich willkommen zur gegebenenfalls letzten Episode von Elden Ring. Ich habe actually keine Ahnung. Und bevor wir dahin gehen, würde ich einmal zur Tafelrunde nochmal gehen. Gucken, was ich jetzt von den Mates hier bekommen würde. Bevor wir ins Finale gehen. Die sind jetzt alle down, ne? Also ich bin echt gespannt. Oh, ich hoffe so sehr, dass jetzt noch ein Boss kommt. Okay. Kann ich das auch kaufen? Okay, ja, kann man. Okay, cool. So, ich kann nochmal hier die Moves von der Waffe mir anschauen. Welche sind das? Das. Achso, natürlich kann ich die jetzt nicht verwenden hier drin. Also ich hoffe echt, da ist noch ein Boss, weil ich will nicht, dass der letzte Boss oder Gegner vor dem Elden Ring irgend so ein aufgepumpter Typ ist. Das wäre sehr, sehr lame als letzter Boss. So, das will ich jetzt mal schauen. Okay, cool. Aber ich lande mal lieber hier alles auf. Weil wer weiß, was jetzt kommt von Boss? So, schauen wir mal. Oh boy. Das ist... Kein. Es ist ein gutes Zeichen. Gott voraus. Achtung, Hund! Nice. Adapt, Alter. Oh. Radagon von der Goldenen Order. The fuck? Thank you.
Oh, du ziehst viel Stamina ab. Okay, okay. Also wir dürfen nicht auf Nahkampf gehen, weil der wird auf jeden Fall uns fertig machen im Nahkampf. Vor allen Dingen, was ich ganz cool finde, der ist überhaupt nicht hektisch oder so, ne? Der nimmt sich richtig schön die Zeit. Okay, 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 okay. Ich weiß, mir fehlt ein Hauptboss. Das ist das Problem.
Okay. 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 Ich überlege gerade, ob ich nicht eher frage. Also, es gibt. Ja, es gibt halt noch so viel zu tun. Eigentlich. Möchte ich jetzt schon den Endboss machen? Okay.
Den kriege ich hin. Sollte nicht so schwer sein, ist ein easy 1 gegen 1 Combat. Aber wieder close bleiben. Combo. Das kann man bestimmt cosplayen. Hey, es gibt irgendwie. Also Melina Cosplay 10 out of 10, bestimmt. Aber es gibt halt für männliche Personen halt nie ein Cosplay, wo man sagt, yo, that is it. Oder hier, so ein Speckschwarte wie ich kann niemand ein Cosplay machen.
ohne. Okay. Radagon. Radagon? Radagon? Radagon, glaube ich. Ah, kriege ich hin. Nur eine Frage der Zeit. Ist nicht schwer, würde ich behaupten.
Was ich überlege. Was überlege ich? Ich weiß es nicht. Bei den Teleportierattacken zweimal ausweichen? Oder was mache ich da am besten? Ich dachte, das geht vielleicht schneller. Also ich versuche mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Ich bin halt unsicher. Soll ich weitermachen oder nicht? Pass auf. Ich versuche es, bis sie eine Stunde voll ist. Ja. Kann heißen, dass ich dann fertig bin oder auch nicht. Ne? Vielleicht mache ich sogar einen Anti-Spoiler rein. Oh, man sieht die Arschbacken, Leute. Achte mal drauf. Wait, ist das Lore, dass der dann halt auch direkt wieder nach oben geht und diesen Runenbogen hält? Er wartet ja jetzt nicht auf mich, oder?
schön geföhnter. Sieht halt wie so das typische männliche Gesicht, oder? So, keine Ahnung. Das triggert mich so ein bisschen, würde ich damit sagen. Oha, die haben voll wenig Bewertungen, das heißt, hier sind voll wenig Leute bis jetzt gewesen.
Hätte was werden können, hätte aber auch nichts werden können. Uff. Ich möchte Gaming-Feeling haben. Ich habe mir das nicht ausgemacht. Ich möchte mich jetzt komplett konzentrieren. Mann, ich hab gerade. LOL. Funktioniert nicht mehr, Mate. Ja, ich wollte downpointen. Oh man. Uff. Erstmal wieder Licht anmachen.
mein Gott, soll das etwa... Ein bisschen emotional, weil es so schön ist. Oh, ist das schön? Es ist wunderschön. Oh, ich habe gerade eine Träne im Auge. Oder mir fließt sogar gerade schon eine runter. Holy shit, sah das schön aus. Holy shit. Also, was ich jetzt verstehe, also es geht wohl um Paralleluniversen. Deswegen waren da auch so verschiedene Bäume und dieser Kopf ist der Ursprung von allem und diese ganzen Zweige sind quasi die verschiedenen parallelen Universen, die entstanden sind. Wait, muss ich jetzt bei... Wo starte ich jetzt wieder? What? Okay. Oh shit. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich möchte auf jeden Fall noch die anderen Bosse sehen, bevor ich das absolute Finale mache. Ich habe jetzt gesehen, was auf mich zukommt. Die ultimative Quest. Vielleicht ist es auch nicht das Ende. I don't know. I mean, Maika fehlt auch noch irgendwie, finde ich. Die hat man bis heute ja nicht gehört, keine Ahnung, oder gesehen. Holy shit, Alter, das sah so geil aus. Damn. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich will auf jeden Fall, es gibt noch mindestens einen Boss oder zwei Bosse, die ich machen will. Ich kläre ab, wo ich lang muss. Hier, I mean, das Gebiet fehlt auch noch, deswegen vielleicht ist es da. Ich kläre das mal ab.
Aber Leute, das war enorm. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Wertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Das war gerade unglaublich.